Name ist Caroline Hammer und ich arbeite als Forschungsmanagerin bei Ascora in Ganakese. In den letzten 2 Jahren haben wir zusammen mit dem Bremer Institut für Produktion und Logistik, mit dem BIVA, an einem Forschungsprojekt gearbeitet. Dieses Projekt heißt AI Consult und wurde vom ZIM gefördert, einem speziellen Förderprogramm nur für den Mittelstand. Als Ergebnis ist dabei unser AI Consult rausgekommen. Ein multimodales System, was sowohl einfache als auch komplexe Anfragen lösen kann und in ganz diversen Anwendungsbereichen einsetzbar ist. Wir haben das System an einem Anwendungsfall auf der Baustelle demonstriert. Ein Lieferant kann seinen Lieferschein einscannen, der Lieferschein wird dann erfasst und die Information verarbeitet. Hallo, ich bin AI Consult. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich habe hier einen Lieferschein. Bitte legen Sie Ihren Lieferschein in das unten liegende Fach. Ich habe mir Ihren Lieferschein angesehen. Soll ich die betreffende Person informieren? Der Ansprechpartner wurde informiert. Bitte warten Sie im markierten Bereich. Okay. Während Sie hier warten, beachten Sie bitte die eingeblendeten Sicherheitshinweise. Der AI Consult ist ein Demonstrator für ein sehr umfangreiches und flexibel einsetzbares System. Sowohl die Ausweitung auf weitere Bereiche auf der Baustelle als auch auf komplett andere Bereiche wie Logistik oder Flughafen sind total gut denkbar. Die Hardware ist sehr umfangreich gestaltet und die Software flexibel gebaut. Insofern sind die Einsatzmöglichkeiten nahezu unbegrenzt. Das Positionstracking des Menschen in Verknüpfung mit der Blickrichtung des Avatars verstärkt das Gefühl einer richtigen Interaktion. Hierfür kommt die integrierte Kamera zum Einsatz. Der AI Consult wird von einem dreidimensionalen Avatar verkörpert, der auf die verschiedenen Situationen und Einflüsse von außen eingehen kann. Die Anfragen an das System werden über einen GraphQL-Server als Schnittstelle verteilt, um die entsprechenden Events zu starten oder gewünschte Informationen einzuholen. Neben der Software ist auch die Hardware vielseitig einsetzbar. Kameras und ein Mikrofon an der Front des Gerätes helfen bei der Lokalisierung und dem Entgegennehmen der Nutzeranfragen. Weitere Kameras, Licht und ein Drehteller innerhalb des Gehäuses ermöglichen das Scannen von Dokumenten und Objekten. Dokumente können mittels OCR analysiert werden. Sowohl Ascora als auch das BIVA werden die Ergebnisse des Projektes weiterverwerten. BIVA wird hauptsächlich das Gesamtprojekt verwerten und dieses für Forschungs- und Studienprojekte nutzen. Wir als Ascora werden Teile des Projektes verwerten und diese Ergebnisse in unsere eigenen Produkte einfließen lassen, um diese dann zu verbessern und zu optimieren.